Herzlich willkommen zum Mathematik-Tutorial über die Polynomialdivision. Also normale Division kennt ihr. Und das hat ja die Wertetabelle angeschaut. Und da gab es ja ein Problem mit dieser Gleichung mit 0 über 0. Und da bräuchte man seine Polynomialdivision. Und zunächst werden wir uns nur mit der Division an sich beschäftigen und dann das nächste Mal das in Betracht ziehen, weil es gibt die sogenannten asymptotischen Kurven, aber die kommen das nächste Mal dran. So, Polynomialdivision ist einfach, dass man anstatt nur durch eine Zahl durch ein Polynom dividiert, zum Beispiel x minus 2. Einfach wenn x drin ist, kann man auch durch x einfach. Und da zum Beispiel eine Gleichung, man hat jetzt x hoch 3 plus x hoch 2 minus 2 und man will wissen, ob man sie ausklammern kann oder ob man das ausklammern kann. Und da hier der dritte Grad ist, so wie eben oben, kann man nicht das so einfach sehen, aber es gibt ein Ding, man probiert, aber es geht auch nicht immer, also wenn es geht, dann geht das. Man probiert hier Zahlen ein, und wenn man sieht, dass es geht, kann man dadurch dividieren den Polynom. Also hier zum Beispiel 1, wenn man 1 einsetzt, hat man 1 hoch 3 ist 1 plus 1 hoch 3 ist 1 dazu, minus 2 ist 0. Und das geht auf. Das heißt, man macht x minus 1, weil 1 geht. Also kann man durch x minus 1 dividieren. Aber sollte das noch nicht jetzt machen, weil es gibt kein x hier. Ich muss es zuerst nochmal schreiben. X hoch 3 plus x Quadrat plus 0x minus 2. Jetzt machen wir einen Fehler noch. Und dann x minus 1. Und für die Division schaut mal, wie viel mal x minus 1 da drin enthalten ist. So, x hoch 3 nimmt man auf jeden Fall. Und das macht dann x minus x hoch 2. Und das ist x hoch 2 mal darin enthalten, also x Quadrat. Dann zieht man das ab. Man hat 2x Quadrat plus 0x. Man hat 2x Quadrat. So nimmt man, schreibt man das auf. Und mit minus 1 bräuchte man minus 2x. Und das ist 2x mal drin enthalten. Wieder zieht man das voneinander ab. Hier ist es immer vereinfacht. Also sie weiß 0. Und dieses 0 minus minus 2 ist 2. Also 2x minus 2. 2x minus 2. Das geht auf. Wie viel mal ist das? 2 mal. Und der Rest ist 0. In diesem Fall. Und das heißt, man kann das auch so aufschreiben. Also x hoch 3 plus x Quadrat minus 2 kann man auch als x Quadrat plus 2x plus 2 mal x minus 1 aufschreiben. Und das ist eine Gleichung zweiten Grades. Also kann man die entweder die PQ-Formel, weil hier 1 ist, oder die ABC oder Mitternachtsformel verwenden. Und die geht voll, ihr kennt ja x1, 2 gleich minus b plus minus Wurzel aus 4 b Quadrat plus 4ab ac über 2a. Oder mit der PQ-Formel x1, 2
mach das, p halbe plus minus, und so das p halbe im Quadrat minus das muss ich gerade überlegen, ich habe es länger nicht mehr verändert. Also AC, C ist Q, A ist 1 minus 4Q. Aber wenn man das ins Quadrat macht, haben wir das über 4. Weil es ist schon 2 rausgenommen worden, also von dem her kein 4. Und 2 hier einnimmt, hat man 4. Wurzel 4. 2 hat man eingenommen, deswegen halb das Viertel. Aber hier muss man auch das rausnehmen. So einfach minus Q. Voilà, das war's. So, das ist eine einfache Polynomialdivision, die ohne Rest aufgeht. Ich mache noch eins, eine viel kompliziertere Polynomialdivision, die x hoch 7 plus 6x hoch 6 plus 2x hoch 5 plus 3x hoch 4 plus x hoch 3 minus 2x² minus x plus 4. So, ich habe das extra ausprobiert, damit es ohne Rest hier auch aufgeht. Aber dann mache ich eins, wo es nicht aufgeht, absichtlich. So, x hoch 7 minus 6x hoch, nein, minus x hoch 6. Macht x hoch 6 und es macht 7x hoch 6 plus 2x hoch 5 7x hoch 6 minus 7x hoch 5 plus 7x hoch 5 macht 9x hoch 5 plus 3x hoch 4 9x hoch 5 minus 9x hoch 4 plus 9x hoch 4 6x hoch 4 minus nein plus x hoch 3 da. Ist nicht schön übereinander, also nicht ganz gerade. Also es ist besser, wenn es eben gerade ist und macht keinen Fehler. Aber es geht noch hier. 6x hoch 4 minus 6x hoch 3. Das heißt plus 6x hoch 3 und da 7x hoch 3 minus 2x hoch 2 der Platz fehlt. 7x hoch 3 minus 7x hoch 2 plus 7x Quadrat. Ich glaube, ich hatte jetzt mal einen Fehler gemacht, deswegen geht es dann doch nicht auf. Ja. 5x Quadrat plus, nein, minus x
5x Quadrat minus 5x. Mann, der Platz ist ja blöd. Aber ich könnte es tatsächlich noch ändern, dass es geht. Oder ich glaube, es geht doch. Obwohl ich was falsch hatte, geht es trotzdem. Okay. Ich glaube, ich habe es falsch abgeschrieben von nun. Letztes Mal. Ah, ich glaube, es hatte an dieser Stelle hier mit minus x hoch 3 gerechnet. Ich glaube, es geht auf, wenn es plus oder minus ist bei beiden. Ich bin dann mit 5x hoch 3 weiter. Hab dann 3x Quadrat, nein, mit einem Minus vorne. Tja. Also, das ist schon seltsam, dass es dann aufgegangen ist. Aber vielleicht ist ein Fehler schon vorher passiert. Ja, ich glaube, ich hatte drüben schon was falsch. Ich habe doppelt einen Fehler gemacht. Deswegen ist das Resultat dann wohl auch falsch gewesen. Also, ich habe zu wenig Platz, also mache ich ja weiter. Macht. Minus x plus 5x, 4x plus 4. Also noch plus 4. Nein! Es geht doch nicht auf. Nicht plus 4, minus 4. Nein, doch, plus 4. Aber hier. Hier ändere ich das schnell. Die Angabe zu minus 4. Damit es dann aufgeht. Aber hier ist kein Plus, hier ist ein Minus. Das heißt, es macht 4x minus 4 und 0. So, dann geht es da doch auf, wenn man es so macht. Und das kann ich dann auch wieder ausgeklammert schreiben. Okay, ich nehme jetzt einen anderen Fall von polynomialer Division, wo es nicht aufgeht. Und zeige ich auch noch, dass man nicht unbedingt. Also man kann auch mit dem Polynom zweiten Grades das ausrechnen. Also x hoch 6 plus 0x hoch 5 minus x hoch 4 plus 3x hoch 3 minus 2x hoch 2 plus 7x minus 8 durch x hoch 2 plus 3x. Absichtlich nicht aufgehend. Also, x hoch 6, dann plus 3x, also plus 3x hoch 5, minus 3x hoch 5, also es gibt, fängt mit, ich habe zu wenig Platz auf der Linie, also habe ich hier, x hoch 4 minus 3x hoch 5 minus x hoch 4 minus 3x hoch 5 wieder und dann minus 9x hoch. Yeah. 8x hoch 4. Es gibt dann große Zahlen. Und auch hier habe ich was. Ah, ich habe. So, ich mache es hier jetzt richtig nicht frei. 8x hoch 4.
plus 3x hoch 3, dann wieder 8x hoch 4, plus 24x hoch 3, minus 21x hoch 3, minus 2x Quadrat. Ich habe nicht geschrieben, wie viel es gibt. Also da ist minus 3x hoch 3. Da ist plus 8x Quadrat minus 21x 3, so minus 21x. Und minus 63x Quadrat, also 61x Quadrat plus 7x. Ich könnte jetzt auch schon die minus 8 unternehmen, weil ich schon den letzten Grad erreicht habe, den ich noch haben kann. Also 61x hoch 2 wird jetzt schon riesig. Plus 183x. Und das macht, das ist dann auch schon der Rest, minus 176x minus 8. Also der Rest, das ist der Rest. Und plus 81. Also x hoch 4 minus 3x hoch 3 plus 8x Quadrat plus 21x plus 61. Man kann das und dann nehmen Rest. Dieser Rest. Das heißt, man kann das nicht so ausgraben, wie man es machen wollte. So, ich hoffe trotzdem. Fehler, den ich beim Vorrechnen gemacht hatte, und hier eben nicht. Das hat euch gefallen. Sage euch Tschüss. Bis zum nächsten Mal.